Über 20.000 Besucher fanden vom 17. bis 19. Januar den Weg in die Dresdner Messehallen. Damit kamen 10% mehr Besucher als im letzten Jahr. Neben neuen Modellen, echten Rennmaschinen, Kuriositäten, selbstgebautem, Oldtimern gab es auch jede Menge Zubehör für den ambitionierten Motorradfreak sowie Newcomern zu bestaunen. Ein buntes Programm auf und neben der Bühne mit dem Tanzstudio Dancelife, Attraktionen für Kinder, sportlich Begeisterte sowie Interviews mit bekannten Rennfahrern wie dem Dresdner Steve Mizera, dem zweifachen deutschen Meister Luca Grünwald aus Bayern, machten die Sachsen-Kroat zu einem vollen Erfolg. Ja, ich möchte erstmal sagen, dass der freut mich erstmal ganz besonders, dass der Luca jetzt für die Saison 2014 nun endlich den Einstieg in die Weltmeisterschaft geschafft hat. Wie du schon sagtest, Bernd, wir arbeiten sehr lange mit Luca zusammen. Wir sind zweimal deutscher Meister geworden mit Luca, einmal in der Klasse 125 Kubikzentimeter, dann nochmal in der Klasse Moto 3 vor 2 Jahren. Und letztes Jahr hat er sich dann gedacht, naja gut, ich werde mal in die Klasse höher gehen, 600er gefahren. Also Luca hat schon sehr viel durch und ich muss mal ganz ehrlich sagen, gerade als Sachse und als Bischofswerder kommend ziemlich nah, Luca ist ganz klar eines der absoluten größten Nachwuchsfahrer Deutschlands. Also ganz klar, was, ja, wirklich, wenn man den Hut ziehen, absolut spitze. 133 Aussteller präsentierten sich auf 10.000 Quadratmetern. Alle renommierten Motorradmarken wie Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Ducati, MV Agusta und KTM, um nur einige zu nennen, waren zur Sachsen-Kroat 2014 dabei und zündeten ein wahres Modellfeuerwerk. Höhepunkt des Bühnenprogramms zur Sachsen-Kroat war die legendäre Grid-Girl-Wahl am Messesamstag, die zum 10. Mal stattfand. Auf der Messebühne in Halle 4 angetreten waren 10 Finalistinnen, die neben toller Optik auch noch echtes Interesse am Motorradrennsport mitbrachten. 3 Stunden lang und in 3 Bühnendurchgängen kämpften die Finalistinnen um die Pole Position. Dann stand fest, der Titel Grid Girl des Jahres 2014 ging nach Dresden an die 24-jährige Linda Müller, von Beruf Krankenkassenangestellte, gefolgt von der 17-jährigen Oederaner Schülerin Kim-Sophie Läpschen auf dem 2. Platz und der 18-jährigen Kosmetikerin Laura Klein aus Liechtenstein auf dem 3. Platz. Gemeinsam fahren sie Anfang Mai zum Auftakt der Superbike EDM und genießen dort einen erlebnisreichen Tag an der Rennstrecke. Die Grid-Girl-Wahl wird es auch zur Sachsen-Kroat 2015 geben und überhaupt sind sich alle an der Sachsen-Kroat Beteiligten einig, auf Wiedersehen im nächsten Jahr, dann schon zur 21. Sachsen-Kroat. Die nächste Sachsen-Kroat findet vom 16. bis 18. Januar 2015 erneut in der Messe Dresden statt.